Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part in Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate. Ja, wir sind hier stehen geblieben vor der doch sehr prunk aussehenden Tür. Und ich check kurz mal. Ja, ich hab volle Life und war fast auch volle Munition. Aber, nee, schade, der droppt nichts mehr. Gut. Magie ist auch voll. Gut. So, und wir können endlich mal die, ja, zweite Blutsphäre einbauen und sehen, was hinter dieser Tür verbirgt. Good of you to join us, Alucard. Father. It's been a long time. It seems fate has given me a second chance. I have come to finish what I started. I know why you have come. I had hoped you would stand with me, son. Hope that you would understand why I must destroy the Brotherhood. Join me in remaking this world. Join you? Look at me. You've made me a monster. Father, you made me like you. A creature that thirsts for blood, filled with hatred. You should have let me die that night. No matter. It all ends now. Let him go. This is between me and you. He is a Belmont. I will not suffer that bloodline to live any longer. Wow. Okay. Krass. Wow. Wir kämpfen mit Simon Belmont gegen Dracula. Krass, ja. Dracula oder Gabriel Belmont ist der Vater von Trevor. Oder Alucard. Wir sind Alucard und ich hau dir auf die Fresse, Vater. Zu zweit sollten wir dich doch besiegen können, oder? Auf die Lampen, um abzuwehren. Wow. Simon, nein! Ah, fuck. Ich werde dich trotzdem besiegen können. You've let me down. Seht ihr auch das Blut, was Dracula nutzt? Damit kann er seine, ja, Hand so Blutpeitsche umwandeln. Sehr cool gemacht. Oh, das war intelligent. Ich kann fliegen, mein Freund. Und durch die durchgleiten. Was sagst du dazu? Und die Zeit kann ich auch verlangsamen. Das hat sich toll. Und ich kann mir dadurch wieder neue Life holen. Ruf dich, ne? Hehe. Au, ah! Fang mal! Was denn jetzt? Deal with him, Alucard. No! I won't fight against you! Alucard, release your anger. Okay,
Simon. Ich kann wirklich nicht gegen ihn kämpfen. Ich kann echt nur abwehren oder mich schlagen lassen. Ich kann nicht angreifen. Ich kann auch keine Items verwenden, so wie Zeit verlangsamen. Oder meine Geister. Also halt meine Kräfte. Aber springen kann ich zumindest. Ja, was soll ich denn machen? Ich hab keine Ahnung, was ich machen soll. Ja, und jetzt? Soll ich hier ablosen oder was ist das Sinn jetzt hier gerade? Au! Na, werden sie ja gleich erfahren. Denn ich bin gleich down. Weil ich weiß gerade echt nicht, was ich machen soll. Oh, das gehört so, okay. Okay, wohl doch nicht, verdammt. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. No way. Alucard, release your anger. I won't fight against you. Was soll ich denn machen? I don't want to harm you, Simon. No way. Ich hab echt keine Ahnung. Ja. Weiß nicht, was willst du von mir, Spiel? Leute, ich hab gerade keine Ahnung. Ach, okay. Ich weiß nicht, was ich gerade gemacht habe. Ich habe einfach ein bisschen rumgehüpft, Dingens. Ah. Okay, ich muss also abwehren und ihn dann greifen. Damit ich die Dunkelheit abziehen kann. Okay. Ach du Arsch, das ist so unfair. Na, komm her. Yeah. Weg mit der Finsternis. Oh, 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 was ist das denn? Gut, auch für die nächste Runde. Sehr schön. Ich wusste echt eben, wie ich das machen soll. Aber, nun gut. Ich hab's nun geschafft, weiterzukommen. Das freut mich doch. Dann geht jetzt mein Vater auf den. Nee, an den Kragen. So rum. Na komm. Werde ich so viel, wenn ich so wär's vernichtet werden. Ja, ich kann nicht besiegen. Dafür sorge ich. Da stehe ich mit meinem guten Namen. Au! Mensch, Simon, hilf mir doch mal! Tja, so. No, Simon! It must be you! This is not how a vampire is supposed to die. What do you mean? It wants the pendant you are wearing. Not a chance.
It was a gift from my father. It's all I have of him. Your father gave you that without knowing its true power. As long as you wear it, you will not be able to decide or act entirely for yourself. Your actions will be guided, manipulated. Do you think you are here entirely of your own free will? Let it go. It doesn't belong to you. Just as it did not belong to your father. Will you tell me now who you are? Tja, Trevor Belmont, Akt 3, 30 Jahre zuvor. That's your father's, Simon. Please, leave it. It's not a toy. Why has the Brotherhood waited until now to tell you this? I don't know. I suspect they believed he would not return. It must be me, Cypher. It can be no other. You understand that, don't you? For the honor of my own family, I cannot live with this shame. I must protect you and Simon from this. I must avenge my mother. I have carried this small piece of mirror since I was a boy. It is said it comes from a magical mirror, capable of showing your past and true fate. Though it has never shown me anything, perhaps one day, my son, it will reveal something of yours. Keep it and always carry it with you, Simon. Will you do that for me? I have not returned by dawn. Take the boy and leave this place far behind. Take to the forest. Do not look for me. Come back to us, my love. Schöne Musik. Mal so als Anmerkung. Dein Ziel wurde auf der Karte aktualisiert. Ja, schauen wir doch mal. Wo sollen wir hin? Burgeingang sind wir. Okay, wir sollen rechts also. Trevor Belmont. Trevor wurde aus seinem Wiege gestohlen. Was? Trevor wurde aus seiner Wiege gestohlen, vor seinem Vater versteckt und heimlich von den Ältesten der Bruderschaft des Lichts aufgezogen. Von Geburt an wurde er ausgebildet, einer der besten und talentiertesten Krieger des Ordens zu werden. Er wurde von der Wahrheit abgeschirmt und weiß nichts von seiner Abstammung. Bis jetzt. Und das ist die Waffe von Trevor. Ach komm, hier, das Kampfkreuz. Ja, was es ist, wissen wir. Ja, Erklärung für die, die vielleicht nicht folgen konnten. Ja, ich habe kurz Pause machen müssen, weil ich hatte gerade was offscreens zu tun gehabt. Ja, Trevor Belmont, oder auch Alucard gesagt, ist der Vater von Simon Belmont. Jetzt... Belmont. Simon Belmont. Jetzt wissen wir das auch. Und, tja, ich würde sagen,
Jetzt, da wir endlich Trevor Belmont spielen können, quasi die frühe Version von denen, die wir eben spielten, schauen wir doch mal, was wir so alles erledigen dürfen. Hier scheint gekämpft zu werden. Nach Musik. Ah, Kämpfe. Geil. Au, ah. Ja, wir sind natürlich Trevor. Wir haben keine Vampirfähigkeiten mehr. Oder zu diesem Zeitpunkt noch keine gehabt. Viel mehr. Und natürlich haben wir dann auch, ja, unser Gleitenden eingebüßt, beziehungsweise halt auch unsere, diese ganzen Fähigkeiten, wie hier mit der Heilungsaura oder mit der Schadensaura, die haben wir leider auch nicht mehr. Auch diese schönen Krallen haben wir nicht mehr und wir können auch nicht Blut saugen. Alles Mögliche, alles ist jetzt weg. Bisschen schade, aber ich denke mal, das Spiel wird so fair sein, dass wir auch mit ihm wieder irgendwelche Sachen bekommen. Hat ja Simon Belmont ja auch gehabt. Ich bin übrigens gespannt, ob wir Simon Belmont überhaupt wieder spielen werden. Und auch, ob wir Alucard nochmal spielen werden. Und vor allem, was denn jetzt nun mit Dracula bzw. Gabriel Belmont geschehen ist. Bin ich auch am Überlegen, was da passiert ist. Bzw. interessiert, wie es weitergehen wird. Ob er es jetzt nun überlebt hat oder nicht. Wow, okay. Sollen wir ihn kriegen? Natürlich haben wir auch keine Munitionssachen mehr. Die Zeit verlangsamen oder Vampirfledermäuse. Ein bisschen schade. Ich will jetzt aber nicht sterben, bitte. Nein. Oh. Also, das Einzige, was wir haben oder mitnehmen konnten, sind die Kombos, weil die sind levelabhängig. Wir sind zufälligerweise auch Level 14 jetzt. Wuhu! Au! Das war nicht nett. Die müssen wir da aber gleich haben, oder nicht? Schnell! Oh Gott, ernsthaft. Ernsthaft, ich weiß nicht, wie weit wir waren, ob wir nah am Sieg waren. Auch hier startet es wieder. Och Mann. Das ist nicht gut. Jetzt ohne irgendwelche, ja, ich sag mal so, Vampirkräfte muss ich echt geübter kämpfen. Oh, das beginnt direkt so. Okay. Okay. Einfach über den Überspringen. Ah, das ist die Taktik. Cool. Sehr schön. Och, das war unfair. So rockst du. Yes! Ich bin wieder im Geschäft. Hoffe ich zumindest. Ah, komm! Okay. Treff mich doch nicht. Yes! Guck mal. Geil. Keine Ahnung, was ich da gerade rausgezogen habe, aber war wohl sein Herz oder so. Ah, was zum Lesen. Ja, ihr könnt dieses Mal so Abwechslungen selbst lesen. Einfach aus folgenden Gründen. Weil wegen ist so. So. Kriegen Erfahrung? Geil. Oh, und live.
Oh, schön voll geheilt. Gefällt mir. Die unheilige Kirche, okay. Ja, es ist 30 Jahre zuvor. 30 Jahre vor den Geschehnissen, die wir gerade hatten. Interessant. Zumindest haben wir einen schönen Doppelsprung, aber leider können wir nicht mehr schweben oder gleiten. Das ist schade. RT zum Verwenden. Wow. Du hast den Boomerang erhalten. Drücke B, um den zu werfen. Ja, ja, ja. Gut. Kurzum, wir haben eine neue Munitionswaffe. Gefällt mir schon mal sehr gut. Und damit können wir auch schöne Gegner runterholen. Das ist cool. Dann musst du nur noch jetzt verrecken, bitte. Ja, so geht's auch. So, bevor ich aber da lang gehe, gucke ich rechts nochmal. Ah, Munition. Hey. Gibt's echt nichts mehr? Wohl nicht. So, dann haben wir hier nach oben, okay. So, was haben wir denn gefunden? Diese Neuauflage des klassischen Boomerangs verfügt über eine Sprengkapsel, die dem Ziel kurz nach Auftreffen mit der Zeit Schaden zufügt. Neben seiner brutalen Angriffskraft wurde er mit einem Zauber belegt, um automatisch in die Hände des Werfers zurückzukehren. Ja, ich finde, das ist eine geile Sache. Nehme ich gerne mit. Und, ich bin gespannt, was wir, oder wann wir die, unsere Kräfte bekommen werden, weil ich gehe davon aus, dass wir das auch noch bekommen werden, so nach und nach. Achso, okay. So, schwing dich ein bisschen. Geil, so, da kann ich mich auch festhalten, sehr schön. Lesen. So, den lese ich vor. Verdammt seien die Bestien, die die Heiligkeit dieser Kirche entweiht haben. Als hätte es nicht schon gereicht, dass sie Gemälde zerstören, die Bänke verbrannten und die Statuen zerschlugen. Sie haben das Heilige Kreuz mit einer Blasphemie ersetzt. Ich schwöre bei meiner Ritterehre, dass ich diesen Ort vor allem Bösen befreien werde. So, dann hier rüber. Ah, sieht machbar aus. Soll ich jetzt hier links lang oder also links hier rauf? Ah, okay. Oh, nicht runterfahren, bitte. So, ein bisschen schwingen hier. Ich war gerade leicht unschlüssig, wo ich hin muss. Grüße! Was kann ich jetzt machen? Das war ich nicht. Das, ich räum's nicht weg. Sorry. Na dann, seilen wir uns doch halt ab. Ich glaube, halt abseilen. Sehr schön. Jetzt glaube ich, darauf schwingen. Komme ich denn hier so runter oder? Ja, passt. Geil! Die Gruft. Klingt sehr einladend. Dann schauen wir doch mal, was hier in dieser Gruft auf uns wartet. Ein Geist im Hintergrund. Okay. Warte mal, ich schau mal kurz. Was nach?
Unheilige Kirche und Burggang. Okay, da haben wir 1 von 1, 1 von 1, sehr schön. Das heißt, da nichts verpasst. Das freut mich. So, nehme ich das mal mit. Und dies hier lese ich wieder nicht vor. Ich mache immer abwechselnd, damit es halt angenehmer ist. So. Wunderbar. So ist für jeden was dabei. Es wird sowohl vorgelesen, als auch mal nicht. Und es geht schnell. Kann ich denn hier... Ich dachte, das funktioniert. Schade. Gut, dann wohl nicht. Dann muss ich wohl doch rechts lang. Schade. Ich habe doch da schon was gesehen. Oben. Ich glaube, das ist unsere erste Kraft, die wir bekommen können. Und guck mal. Was? Die Skelette bluten? Ernsthaft? Okay. Gut, hier war nichts mehr. Dann. Ich mag diesen Doppelsprung. Es war kein Gleiten, aber immerhin haben wir die Höhensache damit wie mit den Flügeln ausgeglichen. So, links. Okay, dann gehe ich aber trotzdem. Ich weiß nicht. Lass mich hier lang. Ah, guck mal an. Gut gemacht. Wenn nicht hier ist, ein bisschen Antrag. Wo ist das? Da. Skelett in Rüstung. Skelette in Rüstung sind furchterregend anzuschauen und bedeutend talentierter als die anderen Burgbewohner. Deshalb haben sie einen besonderen Ehrenplatz in der Armee des Drachen. Drachen, damit ist hier Dracula gemeint. Derselbe Zauber, der sie auf den Beinen hält, wird auch eingesetzt, um sie mit der falschen Hoffnung zu erfüllen, dass sie weiterhin den Zweck dienen, für die sie zu Lebzeiten ausgebildet wurden. Ja, ja, falsche Versprechungen sind immer fies. Okay, gucken wir nochmal. Ach, das sind direkt die nochmal. Hui! Au! Au! Erstmal hier den Kleinstkram. So, weg mit dem Mist. Au! Na gut, dann mach ich doch den Großen erstmal. Nix da. So. Den haben wir auch. War hier noch was? Nö, gut. Dann können wir weiter. Hey. Cool, was haben wir hier? Maximale Munition auf 12. Geil. So, gibt's denn jetzt nichts mehr? Wohl nicht, ne? Wo muss ich denn jetzt lang? Ich meine, unten war ja kein Weg mehr. War ja eigentlich alles dicht. Und naja, der Fall ist halt sowieso nach unten. Dann muss wohl doch hier irgendwo unten der Schlüssel zum Sieg sein. Au, das war unfair. So. Gibt's hier drin? Gut, okay, nichts mehr. Dann muss ich aber trotzdem... Wie komme ich denn da? Ha, keine Ahnung. Ich gucke halt dann hier nochmal. Ach ja, okay. Bisschen komisch gemacht, dass das jetzt getriggert wird, nachdem ich dann... Naja, okay, egal, komisch. So, au. Ja, bei diesen kleinen Skeletten muss man immer mal... Oh, ich kann hier nicht rüberspringen. Verdammt! Aber so kann ich es machen. Bei kleinen Skeletten muss man immer auf die, ja, leicht besiegten Skeletthaufen nochmal draufkloppen, weil die sonst nicht besiegt sind. Sonst stehen die wieder auf. So, komm mal her, damit ich hier... Nämlich
Oh, das war unfair. Oh, Mann. Ja, oder das macht so. So, komm, leben. So, danke fürs Gespräch. So, war nicht irgendwo hier noch ein Live-Container? Ja, oder das. Ja gut, hier war noch ein Live-Container, aber Chicken ist immer gut. So. Stirb, Kollege. Obwohl du schon tot bist. Aber stirb halt nochmal. So. Das nochmal runter. Oh, das ist unfair. Au. Ah. Nee, nicht. Dieses Objekt wird mit Hilfe von Schattenmagie aktiviert. Kommt später wieder. Okay, das bedeutet, wir kriegen also Schattenmagie. So viel kann ich also schon mal herauslesen. Schon ein kleiner Spoiler, ne? Also. Ja, aber war anzunehmen, dass man was bekommt. So, nochmal zum Abschluss. Es heißt, die Bernhards seien mit einigen ihrer kostbarsten Schätze von in dieser Gruft beigesetzt worden. Die Kammern der Familie sind trotz der Belagerung durch Monster bis heute unberührt, da sie mit mächtiger Schattenmagie versiegelt wurden. Damit haben wir Level Up und was bekommen wir? Wir bekommen die Schlagkette oder Schlagkette Ende. X gedrückt, nee, X und dann X gedrückt halten. Es wäre also. Jemand. So. Okay, au, das war unfair. Ich war noch nicht so bereit. Nö, lass mich mal hier. So. Genau so mag ich's. Hehe. Gab's da noch was? Ja, Moni. Ist nicht so das Wichtigste gewesen. Kannst du nicht rauf? Oder musst du erstmal hier? Ach so, verstehe. Wee. Hebel! Cool. Oh Gott, auf Zeit? Nein! Hoch! Oh, warum muss das auf Zeit sein? Ich hasse Sachen auf Zeit. Oh, beeil dich! Schneller! Hoch da, komm! Schneller! Haha. Oh. Ha. Ich mache aber auch für dich, okay? Da kann ich dich noch killen. Ah, sehr schön. War aber knapp. Ja, und jetzt? Okay, wie es hier weitergeht, erfahren wir im nächsten Part.